Hallo und herzlich willkommen am Gartenkanal. Ich bin der Daniel, bin auch ein Pilzfreak wie der Max und wir haben viel jetzt per WhatsApp über Pilze geschrieben, uns gegenseitig überboten mit Funden natürlich. Und ja, Max hat mich eingeladen und jetzt gehen wir zusammen auf die Pirsch. So sieht's aus. Wir sind im Schwarzwald, in meinen Stammwäldern sozusagen. Und ich bin schon vorbeigelaufen. Wir haben gleich einen ersten Fund für euch. Wir wissen noch nicht, ob es ein Steinpilz oder ein Gallenröhrling ist. Schauen wir uns mal den Pilz näher an. Ist auf jeden Fall auch schön fest. Kernig ist er. Uiuiuiui. Ich probiere mal ein bisschen, weil die Röhren quillen doch sehr raus, was auch oft für einen Gallenröhrling sprechen kann. Ne, Ne? nichts Okay. wieder. Gut. Also er schmeckt für uns beide nicht bitter. Netz ist nicht mehr so deutlich erkennbar. Aber vom Schnitt her, auch mit der rötlichen Färbung, gehen wir davon aus, dass es ein Steini ist. Jetzt hoffen wir mal, dass er nicht vermadelt und verwurmt ist. Wir haben gerade einen schönen Fußröhrling gefunden. Daniel hat noch nie einen bei ihm im Wald gefunden. Richtig, ja. Wir drehen mal raus und schauen uns genauer an. Ist auch ein Verwechslungspartner von Hexenröhrling und so weiter. Damit, wenn ich ihn mal bei uns im Wald sehe, Bescheid weiß. Aha. Ganz gelbe Röhren, ja. Gelbe Röhren, wir haben Netz Ja. und er verläuft hier im Stil von Rot in Gelb. Und der Hut ist meistens auch wesentlich heller als bei Hexenröhrlingen. Aber ganz klares Merkmal sind die gelben Röhren und der Farbverlauf und das Netz eben. So mit dem Flocki kann man ihn eigentlich schwer verwechseln. Ich schneide mal durch, ja? Ja. Ach so. Falsch rum. Hier haben wir einen Erstfund für uns beide, den Struppelkopfröhrling. Ist aber nicht so der leckere Speisepilz, der bleibt da. Wie sagt dein Opa immer, Staatskerle? Ja. Das ist ein richtiger Staatskerl. Da wird sich ja Opa freuen, der kriegt ja auch die Hälfte ab von der Ernte. Ja, mega. Weiter so machen wir jetzt, oder? Ja, definitiv. Pilz so nahst an. Ja, ich bin vorbeigelaufen an dem Grad, ich gebe es auch ehrlich zu. Wenn das Video euch gefällt, mit uns zwei gerne Däumchen nach oben da lassen, Kanal weiterempfehlen, Video teilen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Dankeschön für eure Unterstützung. Ach, das ist doch heute mal wieder. Pilze ernten, nicht Pilze sammeln oder suchen. Da haben wir die nächste schöne, kernige, knackige Hexe. Und hier haben wir den nächsten Staatskerle. Uiuiuiui. Und direkt den nächsten. Wir haben gesagt, wir wechseln jetzt immer ab. Der, wo vorne läuft, läuft dann wieder nach hinten nach dem Fund. Just in diesem Moment kam der kleine kernige Bursche hier hinzu. Sieht auch noch gut aus. Und wenn hier jetzt mal so ein bisschen was Larvenmäßiges drin ist oder die ersten Gänge, nehmen wir jetzt trotzdem mit und wir essen sie heute mal. Also natürlich nicht, wenn es komplett verwurmt ist, das bleibt hier, aber so ein bisschen, ja. Schauen wir jetzt mal drüber weg. Hier noch ein interessanter Fund. Haben wir hier den Pfefferröhrling. Der macht seinem Namen alle Ehre. Ich probiere ihn mal.
Oh ja. Immer ausspucken, nicht runterschlucken. Also die Lippen brennen, hier vorne an der Zunge richtig scharf. Ist jetzt kein idealer Speisepilz, aber ein sehr guter Anzeigepilz für den Steinpilz, weil die einfach die gleichen Bedingungen benötigen. Ja, und haben wir schon Steinpilze gefunden, also hat sich bewahrheitet. Birkenpilze, ja, bei Birken. Zeige euch die Nahaufnahme und hol mal die raus. Ein paar holen wir raus. Ja, aber wir müssen wirklich darauf achten, dass die noch ganz festen Hut haben und noch recht jung sind. Sonst sind sie komplett verwurmt. Nee, die hat einfach die Tendenz, dass er schnell weich wird. Aha. Du kannst den fest in den Korb legen und zu Hause ist er matschig. Okay. Und deswegen nehmen wir dann, würde ich sagen, nur die festen kleinen Hüte mit. Ja, hier der auch. Leider. Und die sind auch schon. Schade, dann sind wir wohl ein wenig zu spät. Ja, Fraßschaden sieht man deutlich. Schneiden mal auf, wenn er passt, nehmen wir mit, aber ja, denke eher nicht. Aber Erstfund ist Erstfund. Erstfund ist Erstfund, ich freue mich drüber. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier Birken gibt, aber gut. Im Hintergrund von dir sehe ich gerade auch noch zwei, da können wir auch noch mal schauen. Vielleicht finden wir auch noch eine Rotkappe, das wäre natürlich mega. Stiel wäre gut. Aber der Hut sieht ja wirklich unten nicht so gut aus, ne? Ja, die Birke ist ein typischer oder der Pionierbaum. Also wenn eine Fläche mal wieder frei ist, wie zum Beispiel nach einem Sturmschaden, nach einem Lothar, da gibt es gewisse Pflanzen, die als erste einziehen. Und so einer der ersten Bäume sind die Birken. Deswegen hätte ich die auch hier in einem geschlossenen Waldgebiet eigentlich eher nicht vermutet. Und Leute, oh. Immer abdecken. Wichtig. Wunderschön. Also hier bei unserem kleinen Zwischenweg, wo wir jetzt 10 Minuten unterwegs sind, geht es richtig ab. Hier haben wir auch wieder den nächsten. Auch wieder direkt daneben einen Pfefferröhrling gewesen. Und wow, also besser geht es wirklich kaum. Der ist heute Nacht rausgekommen. Klasse. Wir werden später ein ordentliches Pilzmahl auf jeden Fall haben. Freue mich schon drauf. Passt. Wir sind aus dem etwas feuchteren Hangbereich raus. In der Hoffnung, hier auf den Moosflächen und bei Kiefern nochmal ein paar Pfifferlinge oder krause Glucken zu finden. Wenn nicht, machen wir einen kleinen Waldwechsel. Sind jetzt 1,5 Stunden unterwegs und schon äußerst zufrieden, wie ihr sehen könnt. Jetzt haben wir gerade gedacht, kurz im Auto nochmal richtig zugeschlagen, um fetten Steini, aber... Ja, Schimmel bleibt hier, schneiden wir nicht weg. Nee. Erster Fund nach dem Waldwechsel. Zwei schöne Hexen, für jeden eine. Vielversprechend und so lässt sich das sammeln. Ja, so spielt es dann manchmal auch beim Pilze sammeln. Wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde im Wald hier. Die Hexen haben wir gefunden. Einer war madig, einer war gut. Und jetzt, ja, ein Pfund Hammer mal zu zeigen. Da haben wir da einen Pfifferling gefunden. Allerdings ein älteres Exemplar. Und dann haben wir direkt nochmal einen gefunden. Toller Hang, wir haben einen Bach, wir haben Luftfeuchtigkeit, wir haben überall Moos, aber keine Pilze. Ja, unsere Funde in Standort 2 sind nicht allzu berauschend, äußerst überschaubar, aber Wald Nummer 1 hat uns ja ganz gut versorgt. Die kommen jetzt wieder husch husch ins Körbchen. Und ihr könnt uns gern einen Kommentar da lassen, was ihr momentan so findet. Besten auch die Region wieder dazu schreiben. Und ansonsten
wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen. Ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut rein. Nein, und ciao.